Ja, die Flora liegt mitten im wunderschönen Gelsenkirchen in der Innenstadt, aber das Herz der Flora schlägt auch für das Ruhrgebiet. Natürlich widmen wir uns auch dem, was drumherum passiert und haben Menschen bei uns zu Gast, die Kultur in den Nachbarstädten bereichern, die sozusagen die Ruhrgebietsszene bilden und damit die große Kulturstadt leben, die wir ja mit all unseren Beiträgen immer wieder versuchen zu bereichern. Ja, und natürlich hat die Ruhrgebietskomödie in diesem Zusammenhang auch einen besonderen Stellenwert. Und ich freue mich also sehr darauf, dass es demnächst hier in der Flora dann auch mal wieder richtig deftig wird. Das passt natürlich dann trotzdem in den Saal. Es ist eine kleine Inszenierung, aber trotzdem mit viel Schmackes. Wunderbar, Eilert, was sagst du? Hinter dem Theater unter dem Titel Herzbeat verbirgt sich eine langjährige Männerfreundschaft, die durch unvorhergesehene Ereignisse vor moderne und neue Herausforderungen, wie zum Beispiel dem Internet und den sozialen Medien, gestellt wird. Gemeinsam suchen die beiden Freunde Michael und Richard nach Lösungen, wobei die Musik der Rolling Stones eine entscheidende Rolle spielt. Die Songs werden mit deutschen Texten neu arrangiert und von den Protagonisten live gespielt. Ulrich Penkwitt verkörpert in diesem Stück die Rolle des Michael, Rüdiger Klappenbach die Rolle des Richard und Regisseur alias Alexander Welp gibt ebenfalls seinen Senf dazu. Premiere feiert das Stück am 13. November bei uns im Kulturraum Die Flora und wird noch einmal am 26. und 27. November aufgeführt. Den Theatertrailer zu Herzbeat, den Sie jetzt gleich sehen werden, stellte uns das Team zur Verfügung. Oh, wer ist das denn schon wieder? Ich komme ja schon. Alter Mann, ist doch kein Dezo. Ja, bitte? Hallo Richard, was ist? Was guckst du? Ich bin's. Lange nicht gesehen, was? Wie geht's? Wie steht's? Sag mal, wo ist deine Frau? Bin ich liiert? Naja, ist so sauber hier. Stopp! Stopp! Jungs, so geht das nicht. Jungs, wir machen das so, wie wir es besprochen haben, ja? Der Michael und der Richard, die haben sich seit der Schulzeit nicht mehr gesehen. Und erst im Laufe der Geschichte wird klar, wie verzweifelt der Michael ist, weil er seine Frau nicht mehr hat. Und der Michael braucht den Richard, um seine Angelika wiederzugewinnen. Jungs, bitte, bitte nochmal, ja? Super, du machst immer noch Musik. Wer sind Sie? Jetzt schlägst du aber 13. Du weißt nicht, wer ich bin? Michael. Wer zum Teufel ist Michael? Michael Jäger. Unterprima, Frau von Öbel. Kurze Hose, Holzgewehr. Ach du Scheiße. Was machen wir hier eigentlich? Na, wir müssen doch fit sein für die Bühne. Für die Mädels. Aber ich sitze doch die ganze Zeit. Genau. One, two. Doch für dich war ich nichts als ein Regenwurm. Aber nun ist alles gut. Ich war nur heiße Luft. Aber jetzt ist mir klar, ich war von Anfang an nur dein Appelmann. Richard, ein ankommender FaceTime-Anruf. Deine Mutti. Auch das noch.